Eigentlich, wenn man eine Genossenschaft oder eine Datengenossenschaft macht, fast per Definition und Nachhaltigkeit ein Thema, in dem dass man eben sagt, es muss langfristig sein, es muss breit verteilt sein. Also von dem her ist das eigentlich ein zentrales Thema von dem, was wir machen. Ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen, die ökologische Dimension, aber eben auch technologische Dimension im Sinne von Open Source und genau, also ich glaube, ich bin offen, vieles Neues zu lernen. Persönlich, digitale Nachhaltigkeit hat viel im Bereich der Lehre zu tun. Ich beschäftige mich sehr viel mit Open Source Software im Lehrbereich, um halt Software auch da anzuwenden, wo sie vielleicht keine teuren Lizenzen hat, wo sich Leute vielleicht teure Lizenzen nicht leisten können. Ich setze mich viel mit Mobilität auseinander und dort ist natürlich Digitalisierung auch ein grosses Thema. Und ich bin vor allem dort daheim, aber ich finde es auch immer sehr spannend, wenn man noch sieht, was für andere Themen auch geht. Jetzt gerade in der Mobilität, Digitalisierung sieht man eigentlich überall auf der Straße, mit der Mikromobilität, mit allen E-Scootern. Was dann auch immer eine Frage ist, was ist nachhaltig überhaupt? Ich habe viel mit Open Source und Open Data zu tun und propagiere das auch im Unterricht an der Ostschweizer Fachhochschule. Und nenne mich darum ein bisschen jemanden, der mit Open Whatever zu tun hat, mit allem, was mit Öffnen zu tun hat. Meiner Ansicht nach, digitale Nachhaltigkeit verfaltet sich in viele Themen. So, es finden wir überall und es ist beziehungsweise wichtig für zukünftige Generationen. Was extrem wichtig ist, dass wir uns überlegen, Tools zu bauen, die eben nachhaltig sind, dass wir an Ressourcen denken, dass wir an ethische Faktoren denken, dass wir nicht einfach nur kurzfristig denken, sondern was der langfristige Impact ist von dem, was wir machen. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle noch mehr beschäftigen sollte, auch in Zukunft. Ich glaube, es ist eine Lösung, also der Weg, um quasi Digitalisierung mehr gemeinsam gestalten, mehr demokratisch gestalten und wirklich auch so zu gestalten, dass es auch verhebt in Zukunft. Und für das ist es halt extrem wichtig, dass man alle Anspruchsgruppen zusammen einbezieht. Ich sehe das als Teil von Nachhaltigkeit. Das ist also das Modewort von mehr ökologischer, ökonomischer Nachhaltigkeit, was halt auch noch die digitale Nachhaltigkeit gibt als Unterthema. Ich glaube, digitale Nachhaltigkeit ist mega wichtig, dass man es trennt von nachhaltiger Digitalisierung, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Und digitale Nachhaltigkeit heisst für mich, dass wir versuchen, das, was wir im digitalen haben, sprich eben zum Beispiel elektronische Geräte oder Social Media, was auch immer, alles, was halt auf eine Art digitalisiert ist, möglichst nachhaltig nutzen, sprich, dass es umweltkompatibel ist oder umweltfreundlich, aber auch sozial verträglich, sozial tragbar. Zurzeit in Art eine Wegwerfgesellschaft im Digitalen. Das Handy wird nach 2-3 Jahren spätestens ersetzt durch was anderes, landet vielleicht im Keller oder sonst auf dem Müll. Aber das Gleiche passiert auch mit den Daten. Die Daten sind nicht uns, die Daten werden von irgendwelchen Leuten gebraucht oder weggeschmissen. Und ich glaube, wir müssen in diese Richtung einfach anfangen, anders zu denken, anders zu handeln, um eben für mehrere Jahre in Zukunft zu denken und nicht nur einfach heute und morgen. Digitale Nachhaltigkeit, das ist eigentlich das Pendant zur Realwelt, zur konkreten Nachhaltigkeit, dass man auch im digitalen Raum Sachen schaffen will, die überdauern, wo ressourcenintensiv, also ressourcenschonend sind, natürlich ressourcenschonend, sodass man nicht alles immer wieder neu anbauen und dementsprechend auch Arbeit natürlich nicht immer muss neu aufwenden, sondern Zeug machen, die überdauert. Und natürlich ist das oft Open Source, natürlich basierend Open Source und Open Data. Digitale Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man auch etwas dazu beiträgt, dass die Nachhaltigkeit, dass das Gut, das digitale Gut weiter besteht, dass es weiter wächst und dass man auch etwas dazu beiträgt.